Dysfunktionaler Wahnsinn. Führen Sie einen Dienst mit einem defekten Zug durch, beheben Sie alle auftretenden Fehler und versuchen Sie, den Dienst so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Hui, holla die Waldfee. Guten Morgen! Heute übernehmen Sie einen normalen Zugdienst, allerdings mit einer 766, die vor kurzem schwere Defekte hatte. Die Sicherheitsprüfungen verliefen positiv, sodass Sie sich für diese Fahrt, ja, wahrscheinlich guter Hoffnung sein können. Ja, Freude, gute Laune, beste Unterhaltung. Damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen weiteren Video hier bei TSW4 und dem allerersten Szenario hier aus Salzburg, Rosenheim, der neuesten Route, der neuesten DLC hier bei TSW. Und ja, wir sollen jetzt erstmal einmal einsteigen und uns auf unseren Sitz hinabbegeben. Sehr schön. Ach, herrlich. Gut, ich bin mal gespannt. Also, wir werden viele Defekte jetzt hier haben. Mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, einmal auf neutral schalten. Haben wir. Jetzt stellen Sie den Bremsschlüssel auf ein. Haben wir. Und die Fahrgäste einmal einsteigen lassen. Die steigen jetzt nach und nach dazu. Beeilung, der Herr mit den Kopfhörern. Sehr gut. So. Zug nach Traunstein. Einsteigen bitte. Zug nach Traunstein. Zurückbleiben. So. Stellen Sie die Lokführerbremse auf Fahrend. So. Und wahrscheinlich genau den Richtungsrenner auch vorwärts. Und jetzt minimale Leistung. Mal gucken, wie es jetzt hier vorab geht. Okay, wir müssen ein bisschen mehr Leistung geben. Oh, komm. Okay. Also mit wenig Leistung ist es nicht getan. Haben wir auch eine Uhrzeit? Eine Uhrzeit haben wir nicht. Wir fahren jetzt Richtung Freilassing. Aktuell sollen wir knapp 60 km/h dürfen wir maximal fahren. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon vorab Problem hat. Der wirkt so ein bisschen. So, jetzt sollen wir Scheibenwischer auf Intervall einstellen, weil es regnet anscheinend. Ja, sehr schön. So, und stellen den Leistungshebel auf aus. Aus, okay. Dass wir wahrscheinlich hier so ein bisschen rollen können. Gut, ich will trotzdem ein bisschen beschleunigen, weil 60 dürfen wir ja fahren. Wir dürfen sogar bald 100 km/h fahren. Deshalb ein bisschen mehr Leistung. Und gucken wir uns gleich mal an. Achso, das war ja die UHD ausschalten. Gucken wir uns gleich mal an, wenn wir die 60 km/h ausgeschaltet haben, Leistungshebel auf 100 gesetzt haben. Dass wir mal angucken, was wir jetzt alles so ein bisschen vor uns haben. So, Leistung auf aus. Jetzt räumen wir ein wenig und wir gucken mal. Also wir fahren nach Freilassing, Teisendorf, Spitzensignal, Zugspitzensignal umschalten. Dann Teisendorf. Okay. Okay. Und was muss mit den Zugspitzensignalen sein? Da ist sehr oft Teisendorf. Traunstein. Ah, okay. Jo, da wird irgendwie ein interessantes Szenario, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wir dürfen mehr Leistung geben. 45 Minuten geht das gesamte Szenario. Wir haben unterschiedlichste Längen von Szenarien, die aber trotzdem sehr human sind. Jetzt keine 2-Stunden-Szenario, mal hier und da vielleicht eine Stunde 15 oder eine Stunde 30, aber auch die Hälfte davon unter einer Stunde finde ich sehr angenehm. Gerade auch jetzt, ich sehe es nur aus meiner Warte aus, ich spiele das Spiel ja sehr gerne. Ich habe aber nicht so viel Zeit für jedes Spiel und da ist es immer ganz schön, sich doch mal ranzusetzen, für euch ein schönes Video zu machen. Vielleicht hege und pflege ich 1-2 Leute unter euch, die ein bisschen Bock haben, sich jetzt was zum Knabbern holen und mit mir gemeinsam Richtung Traunstein fahren, dass wir da gemeinsam einfach mal die 45 Minuten schön gemeinsam verbringen werden. Und ja, vielleicht mal ganz kurz vorweg. Richtung TSW4 und den gesamten Routen, die ja Routen, auch geil, mein schönes Englisch habe ich wieder raus, die gesamten Routen, die in den nächsten Wochen, Monaten Planung sind. Salzburg-Rosenheim, wie immer, der Preis ist derselbige, ist natürlich eher der Auftakt zu den Szenarien, die noch richtig interessant wären. Ich finde, das ist ein guter Lückenfüller. Man muss auch dazu sagen, in der Bewertung sieht ja ganz gut aus, gerade auch was die Landschaft betrifft. Wir konnten bei der Einführung jetzt nicht allzu viel von der Landschaft sehen. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass wir auch mal jetzt hier in DLC eine Erweiterung haben, wo wir keine komplett neuen Züge haben, also nicht so richtig neue. Wie gesagt, Vorarlberg als Beispiel ist dann schon mal ein ganz anderes Kaliber. Wir haben
Die Route in der Schweiz gab auch mit einem kompletten neuen Zug, und das ist dann hier für mich immer so ein bisschen dieses schon fast bösartig gemeinte lückenfüllerartige DLC, was gar nicht so böse gemeint ist, aber ist halt so, wie es ist. So, wir müssen mal jetzt hier ein bisschen auf die Bremse gehen. Da vorne ist nämlich ein rotes Signal. Wir können ja mal gucken. Gut, bremst er ja ab. Oh, er bremst ganz gut ab. Genau, da vorne nehme ich. Oh, ich hoffe, ich komme wieder rechtzeitig zum Halten. Da wird dir aber auch nicht Bescheid gegeben, wa? Gute Frage. Können wir mal testen, was ist eigentlich besser? Direkte Bremse? Führerbremsventil? Oder die elektrische Bremse? Können wir mal gucken. Wir waren jetzt vorher auf die hier auch Führerbremse gewesen. Wir fahren mal ein bisschen vor. Abgelehnt. Sind wir jetzt zu spät losgefahren? Nee, also klar, wir sind jetzt ein, zwei Minuten später losgefahren, aber müssen wir auf irgendjemanden vielleicht warten? Der hat auch rot. Der hat rot. Und wir haben rot. Ah! Hier, von hinten. Von hinten kam der gute Freund. Muss gleich selber einmischen. Okay. Schon wieder ein bisschen Sorge gehabt, wa? Genau, jetzt haben die nämlich rot und wir kriegen gleich grün. Wir müssen ein bisschen abwarten, bis der beim nächsten Signal vorgefahren ist. Hier voll nämlich ab da an. Da wird sie nämlich gleich rot schalten. Ich erkläre es immer alles für Laien, die noch weniger Ahnung haben als ich. Ist, sagen wir mal, eher eine Seltenheit. Ach, der hält da vorne sogar. Genau, jetzt hat er rot bekommen. Jetzt müssten wir aber auch gleich grün bekommen. Wir lösen schon mal. Na, so beginnt der Tag mal wieder richtig gut. Fährt er jetzt wieder zurück oder was? Ade! Bin ich jetzt total bescheuert? Wie kam der da vorbei? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich bin jetzt total bescheuert, wa? Da lang? Ach, da ist noch eine Weiche. Okay, ich wollte gerade sagen. Jetzt dürfen wir. Mit reduzierter Geschwindigkeit fahren wir aber lieber mal vor. Wie gesagt, ein bisschen mehr Leistung geben. So bei 30% rollt er wenigstens langsam an. Ein bisschen reduzierte Geschwindigkeit, denn es kann natürlich sein, dass da vorne sieht jetzt schon beim nächsten Signal, das ist noch auf Rot gestellt. Da müssen wir ein bisschen abwarten. Also nicht gleich volle Pulle geben. Müssen uns so ein bisschen daran halten, wo der da vorne ist. Müsste aber auch gleich wieder voll aufgeschaltet werden, wahrscheinlich sobald wir unseren gesamten Zug denn das letzte liegende Signal überfahren haben. Ja, jetzt können wir wieder ein bisschen mehr Leistung geben. Müssen wir mal gucken, ob wir die 120 überhaupt anpeilen dürfen. Und ja, dann geht es halt weiter. Auch einer der ersten Szenarien, zumindest, Szenarien sage ich schon, der einer der ersten Routen, zumindest hier in der Trains in World-Reihe, in dem wir Österreich und Deutschland ansteuern. Also, wir haben wirklich dann eine Strecke zwischen Österreich und Deutschland, weil ich glaube, die Vorarlberg-Strecke war auch einer der ersten österreichischen Strecken überhaupt bei TSW gewesen. Und dementsprechend ist es naheliegend, dass dann auch hier die Route die erste ist, die zwischen Deutschland und Österreich direkt führt. So, wie gesagt, müssen wir uns mal am besten mal so ein bisschen umschauen. Da vorne haben wir schon wieder rot. Dementsprechend gehen wir mit der Leistung mal wieder ein bisschen runter. Und rollen gemütlich aus. Da vorne müssen wir aber trotzdem schon halten. Das wird natürlich jetzt interessant. Dementsprechend speichere ich mal vorsichtshalber ab. Wenn es nur so einfach im wahren Leben wäre. Denn ich weiß natürlich noch nicht, wie hoch und wie groß der Bremsweg ist.
Man muss dazu sagen, man hätte auch eine Einführung dazu machen können. Die habe ich jetzt aber einfach mal übersprungen. Das Spiel hat mich nochmal daran erinnert, ob ich nicht doch nochmal eine Einführung machen möchte. Ein Trainingsmodus. Aber ich, Alter, Zughase, ich krieg das schon irgendwie hin. Im Übrigen, ich habe das noch ein bisschen mitbekommen, die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergesellschaft, GDL war es, glaube ich, gewesen, ist gescheitert. Denke mal, die Deutsche Bahn wird da vielleicht nicht allzu sehr die besten Angebote über den Tisch nochmal gegeben haben. Die GDL ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt so unbedingt sagen, ja, wenn jetzt aber um 1 Cent runtergeht, dann streiken wir oder so. Nee, da muss schon ein bisschen was Größeres im Argen wieder mal liegen. Und da wollte die Deutsche Bahn gerne mal wieder vielleicht, sagen wir mal, besser in den Medien dastehen, als sie es wirklich tun. So ein bisschen mehr Leistung. So, hier wenigstens ausräumen. Wie gesagt, das wird hier sowieso holprig werden, weil ich mit dir so gar nicht geübt bin. Erstmal lieber langsam vortasten. Wir haben sowieso seit TSW3, finde ich schon. TSW3 war so ein bisschen der Anschluss dafür gewesen. Kaum noch so richtig, ja, Zeiten, die wir vorgegeben bekommen. Finde ich mal ein bisschen schade. Nicht, dass ich sie einhalten würde, aber das wäre halt eine kleine Herausforderung. So, können wir schon mal die kompletten Bremsen hier einmal lösen. Fahrgäste haben noch mal knapp eine halbe Minute Zeit zum Einsteigen. Wie gesagt, wird das lustig. Ich denke mal, die ersten Teisendorf steht da auch nicht die Strecke dran. An einen Ort anhalten. Behebe das Problem. Ah, siehst du, guck mal, Spitzensignale zu Spitzensignale. Okay, das wird anscheinend immer weiter so laufen. Oh, mal gucken, wie interessant das sein wird. Türen können wir übrigens jetzt verriegeln. Weiß noch nicht, ob wir da vorne wieder warten müssen, bis ein Zug entgegenkommt. Es scheint, dass Ihr Zug Anzeichen von Mängeln aufweist. Das ist zwar beunruhigend, aber wir glauben, dass wir Ihren Dienst wie gewohnt fortsetzen sollten, solange die Mängel nicht zu schwerwiegend und schädlich werden. Na, das ist doch schön. Die gute alte Deutsche Bahn. Also fahren wir mal vor. 11 Kilometer Richtung Teisendorf. Kann natürlich sein, dass wir auf der Fahrt hin, das kann natürlich sein, auf der Fahrt hin, das wäre ein bisschen interessanter, als wenn wir schon in Teisendorf anhalten, die Probleme verspüren. Ah! Auf Zugspitzensignale. Hier haben wir. Und was sollen wir noch einstellen? Achso, okay. So, grün ist es. Dementsprechend können wir mal ein bisschen schneller hier fahren. Ein bisschen mehr Schub. Dann geht es 11 Kilometer nach Teisendorf. So, Signale sind aber auch an, ja, bis jetzt. Jo. Auch interessant. Werden wir uns natürlich mal angucken, wenn Probleme auftreten sollten, weil es sollen ja Zugspitzensignale als Probleme auftreten, ob diese denn auch noch an sind oder nicht. Oh, dann siehst du, es ist wieder zurückgesprungen. Ah, Scheiße, wir wollten uns das ja mal angucken. Mist. Oh, bis jetzt haben wir keine weiteren Signale. Dementsprechend, warte mal, wir können mal kurz die Leistung ein bisschen runternehmen. Oh, gucken wir uns das mal an. Das müssen wir wieder mal von. Ach doch nicht, kann man wieder beschleunigen. So, bin ich mal gespannt. Ah, guck mal. Ah, okay. Tatsächlich. Es kommt zu Problemen. Ist mitunter aber auch halt so ein Thema, weil wir ja gerade so ein bisschen bei der Deutschen Bahn sind, der Bahn, einzelnen Gewerkschaften der Bahn, die ja gerade aktuell so einen Streik treten, es ist ja nicht nur die GDL, sind ja auch manch andere, dass natürlich auch gerade die Deutsche Bahn ihren Zugverkehr, sei es die Züge und Bahn, aber auch der Streckenverkehr, also die Strecken an sich, sehr heruntergewirtschaftet haben, aber leider oben Leute im Vorstand halt ihre Bonis rausziehen. Das ist halt leider relativ normal, gerade Leute, die halt, sagen wir mal, eine richtig hohe Führungsperson
Position haben und wiederum aber auch sehr viel Geld verdienen. Die nehmen sich ganz gerne trotz natürlich ihr Plus raus. Und da wollen halt, sagen wir mal, auch Zuggewerkschaften halt jetzt auch davon abhaben, weil man muss halt einfach mal so sagen, wie es ist. Es ist ja so ein bisschen Sinnbild dafür, was wir jetzt hier gerade machen müssen. Solche Leute, die die Bahn führen oder die Bahnen steuern, und davon rede ich jetzt nicht von den oberen Positionen, die müssen mit denen auskommen, was ihnen zur Verfügung steht. Also sie halten diesen Karren irgendwie am Laufen. Das sinkende Schiff bleibt noch relativ lange über der Wasseroberfläche. Und größere, sagen wir mal, Gesellschaftler oben bei der Deutschen Bahn, die interessiert es halt im Endeffekt gar nicht. Und das ist halt einfach so schade daran. Wie gesagt, Sinnbild Nummer 1 dafür so ein bisschen. Ich bin, obwohl ich auf die Bahn sehr angewiesen bin, gerade im Berlin-Nahverkehr, trotzdem ein Befürworter dafür, weil ich selber natürlich ja auch aus einem wirtschaftlichen Betrieb komme, wo wir Gott sei Dank trotzdem einen Betriebsrat haben. Aber man weiß ja selber, wie es halt manchmal mit Arbeitgebern ist. Die müssen natürlich auch gucken, wo sie bleiben. Die müssen natürlich auch gucken, dass Geld reinkommt, dass sie uns dann später auch geben können. Aber nichtsdestotrotz will man ja auch ein bisschen was von großen Kuchen abhaben, wenn es halt manchmal darum geht, wie viel Plus eingefahren worden ist. Aber man fragt es halt einfach, obwohl Minus eingefahren worden ist, warum hat man sich das große Plus da oben eigentlich trotz all dem rausgenommen? Solche Sachen interessieren einen selber natürlich auf der freien Marktwirtschaft dann schon ein wenig. Gut, wie gesagt, Signale müssen wir ein bisschen beachten. Dementsprechend speichern wir mal ganz kurz ab. Aktuell ist es noch rot. Ich hoffe mal, es bleibt auch so. Scheibenwischer. Jetzt spinnt auch die Scheibenwischer. So, wir müssen aber ganz kurz mal ein bisschen in die Eisen gehen. Hier funktioniert ja gar nichts mehr, ey. Jetzt war hier unser Pult gewesen, der Scheibenwischer, alles hier. Jetzt kommt hier alle zusammen. Übrigens, in Teisendorf sind wir schon in 3,2 Kilometer. Bis jetzt ist das alles normal. Solange hier nichts blinkt und irgendwelche Geräusche macht und man Angst bekommt, dass es kurz vorm Explodieren ist, ist alles noch in Ordnung. So, wie gesagt, Teisendorf wartet. Wart erstmal da. Also ein kleines Stückchen ist es noch. Da könnten noch die ein oder anderen Probleme hier auftreten. Ah, just in diesem Moment, ich sag schon, Führerstandbeleuchtung ist schon wieder aus oder an. Ja, an kann es ruhig bleiben eigentlich. Oh. Ein bisschen sehr schnell unterwegs. So, und 1,8 Kilometer müssen wir auch schon halten. Da vorne die blau markierte Linie zeigt an, wo wir halten müssen. Natürlich immer nur hoffen, dass die Signale bei Zeiten wieder auf grün schalten. Ich weiß, es war bei den anderen Teilen manchmal ein bisschen angenehmer gewesen, obwohl es wäre natürlich auch so schön, wenn man halt eigentlich so einen kleinen Countdown hätte. Das wäre ja auch sowieso möglich, ob es gerade soweit in Ordnung ist oder auch wie Art Vorsignale. Obwohl ich glaube, gerade eben war auch so ein Vorsignal gewesen, dass es aktuell wahrscheinlich bei unserer Geschwindigkeit noch reichen würde. Müssen wir so ein bisschen darauf mal achten. Weil Vorsignale gibt es ja. So, grün ist auf alle Fälle, reicht, heißt für Teisendorf, reicht es vollkommen aus. Ist immer wieder interessant, wirklich. Man selbst als Berliner, gerade aus so einer Großstadt, man kommt da ja eher selten raus. Und das ist immer so überraschend, dass ringsherum eigentlich so viel mehr noch ist. Finde ich wirklich sehr, sehr spannend. So, hier ist das grüne Signal. Geschwindigkeit jetzt mal reduzieren, komplett auf aus. Wir bremsen mal ab, ungefähr 700 Meter vorher. Gehen so nach und nach mal wieder ein bisschen hoch. So ein bisschen sanfter, ein bisschen schneller auch in diesen Bahnhof reinkommen. Das sieht aber gut aus. Also
können wir uns merken, 600, 700 Meter, gehen wir mal so ein bisschen auf Bremsstufe 7 und dann geht's ganz, ganz entspannt hier rein. Schön mal hier nochmal die ganzen Fahrgäste grüßen. Boah, ich glaube, das war aber vom Halt her ist es sehr angenehm. Kommt der Realität sehr nah. Schön. So, dann sind wir jetzt in Teisendorf. Dann geht es ja weiter in Richtung Traustein. Und dort werden wir ja... Guck mal, da haben wir sogar noch das Makrofon. Was? Ach, das Makrofon geht ab und zu mal an. Das ist ja auch lustig. Da wird ja auch ein Träumchen. Aber es hielt sich jetzt gerade so ein bisschen Grenzen. Also aktuell haben wir eher tatsächlich so ein bisschen die Signale Probleme bereitet. Wo ich immer so ein bisschen Bammel hatte, dass wir die überfahren. Schön, dass sie nach Teisendorf geschafft haben. Wir wissen, dass sie einige Probleme hatten. Das Schlimmste scheint aber überstanden zu sein und sie können ihr Dienst wie gewohnt fortfahren. Sehr schön. Als ob die Probleme sich einfach so behoben haben. Ich glaube ja eher nicht. So, Traunstein ist der nächste Halt. Dann ist auch schon die Endstation. Wir beschleunigen. Wir geben Schub. Wir geben Kraft. Wir haben Spaß. Guck mal, das ist das Makrofon. Das müsste aber wahrscheinlich einfach so angehen. Darf ich also nicht erschrecken. Ich bin sehr schreckhaft. Auch ein Grund dafür, warum ich keine Horrorspiele spiele. Bis heute hin bin ich schreckhaft. Ich erschrecke mich auch, wenn jemand jetzt einfach abrupt neben mir steht oder hinter mir steht und Boom macht. Auch generell erschrecke ich mich. Aber lustigerweise kann ich zum Beispiel abschalten, wenn es darum geht, jetzt in der Wirklichkeit dunkler Keller oder so, natürlich mit ein bisschen Licht und hier und da oder durch irgendeine dunkle Gasse oder allem möglichen, wo zum Beispiel meine Freundin Angst hat, aber bei Horrorfilmen oder auch generell auch bei Spielen, wenn ihr was entgegenkommt, keine Angst hat. Also sie spielt jetzt keine Spiele, aber ich habe hier einmal die VR-Brille aufgesetzt und ich fand es da schon so erschreckend. Ja, Makrofon geht wirklich einfach so an. Fand schon so erschreckend, wenn Gegner auf mich zukam, weil ja mit einer VR-Brille wirklich alles so realistisch. Und sie geht da hin und macht die da fertig. Und ich habe da einfach nur Angst. Aber im wahren Leben habe ich kein Problem, einfach mal zum Beispiel durch ein dunkles Treppenhaus zu gehen oder so. Manchmal kann das Licht auch mal ein Treppenhaus ausfallen. Solche Sachen halt. Aber ey, Horrorspiele und Horrorfilme, da komme ich immer nicht so richtig rein. Horrorfilme geht immer noch, aber Horrorspiele gar nicht, ey. Vielleicht spukt es ja auch hier so ein bisschen, weswegen jetzt hier das Makrofon sich gleich wieder einschaltet. Geht bestimmt gleich wieder los. Oh, das ist einfach laufen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, bitte nicht wundern, das ist ein Makrofon für Sie. Hupe. Die Hupe aktuell läuft natürlich permanent. Das ist dem bisschen geschuldet, dass auch die Deutsche Bahn hier ziemlich heruntergewirtschaftet ist. Ich verbitte mir die Entschuldigung. Ich hoffe, es tut... nicht die Entschuldigung. Ich entschuldige mich für die Störung. Ich hoffe, Sie haben trotzdem eine angenehme Fahrt. Es sind nur noch 13 Kilometer bis nach Traunstein. Dann sind wir auch schon gleich da. Ja, Leute? Okay, da ist auch noch jemand. Nicht wundern. Nur noch 13 Kilometer. Das Getute ist irgendwann wie eine Symphonie. So. Ja, voll cyber. Jetzt habe ich aber mal eine dumme Frage, weil ich mir so überlege, eigentlich so Lokführer, Zugführer wäre irgendwie was Cooles. Ich muss aber echt sagen, auf Dauer, wenn man nur ein und dasselbe macht, kann es vielleicht ein bisschen langweilig werden und man ermüdet vielleicht so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das da? Hält man das gut aus? Ich habe es zurück noch nie gehört. Klar, es gibt jetzt Sicherheitssysteme wie das SIFA, wenn er halt merkt, dass du halt nicht mehr tippst, weil du eingeschlafen bist, ist ja alles schön und gut. Dann passt es ja auch alles, aber es ist schon mal öfters mal vorgekommen, dass einer wirklich mal einfach so eingeschlafen ist. Das wäre mal so ein bisschen interessant. Aber gut, die machen ja auch Geräusche, dass man wach wird. Das wird auch nicht ohne Grund irgendwie sein. Bis heute auch, ich fahre nicht mit SIFA, war. Müsste ich auch mal irgendwie machen, aber keine Ahnung.
Ich kann es mittlerweile auch schon mal machen, weil früher bin ich immer noch ganz gerne ein bisschen durch den Zug gelaufen. So wie jetzt gerade. Muss ja auch mittlerweile mehrere Arbeiten auf einmal machen, weil das ist halt nicht mehr so, dass noch Bordpersonal dabei ist. So, Traunstein ist da hinten. Ich denke mal, das war's aber auch gewesen in Sachen Störung. Vielleicht ein kleines kurzes Fazit zum Szenario. Ist interessant gemacht, lustig gemacht und nur 45 Minuten lang. Mehr hätte ich mir auch gar nicht antun können, um ehrlich zu sein. Interessant wäre es natürlich gewesen, ob wirklich solche Fehler mal vorkommen. Das kann natürlich sehr nervig sein für einen Lok- oder Zugführer. Aber als Szenario war es jetzt nicht so, ja, so ein Riesenhighlight, aber vollkommen in Ordnung. Szenarien sollten einen ja auch so ein bisschen den Job eines Zug- und Lokführer, Führerin ein bisschen näher bringen. Von daher ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber es hätte wirklich nicht länger sein dürfen. Von daher war es schon cool gewesen. Kurze, knackige Fahrt und dann ging es eigentlich auch schon los. Und ich mag es nämlich nicht, wenn die Szenarien gefühlte Dreiviertelstunde geht, bis sie zu den Highlight kommen. Das Highlight geht dann 10 Minuten und dann fahren wir nochmal 20, 25 Minuten. Also gefühlt eine Stunde, Stunde 20 Minuten oder so. Davon bin ich halt nicht so ein Fan. Weil dafür hat man im Endeffekt auch dann so ein bisschen generell die Streckenfahrten, wo man zum Beispiel von München nach Berlin kann oder so, solche Fahrten sich da raussucht. Szenarien sollten da, wenn schon kurz und knackig sein und Action geladen. Das finde ich dann schon mal weitaus schöner. So, Bahnsteig Nummer 3 sollen wir anhalten. Wetter ist natürlich heute nicht allzu schön. Versucht trotzdem ein paar schöne Bilder für euch zu machen. Die werdet ihr später bei den Thumbnails sehen. Und vielleicht beim nächsten Szenario sehen wir ein bisschen mehr von dieser wunderschönen Karte, wie viele es aufgewertet haben. So, was man sehen kann, ist die auch schön, aber es ist gerade sehr bewölkt, regnerisch, neblig. Da sehen wir natürlich jetzt nicht allzu viel. Wir können mal ein bisschen mehr Leistung hier geben. Mal einen kleinen Endspurt. Und ja. Man muss auch dazu sagen, TSW. Kann ich mal die Tür zumachen? Soll ich hier reingucken? Sind ich hier bei Takt der offenen Tür? Muss auch dazu sagen, dass TSW von Teil zu Teil immer einsteigerfreundlicher wurde. Wo vielleicht manchmal bei TSW 2 ihr in den meisten, bin jetzt der Meinung, und TSW 2020 hieß das, glaube ich, oder 2000, ich weiß es gar nicht mehr, ein bisschen nicht ganz so human mit euch umgegangen sind. Das heißt, ihr habt eine Einführung gemacht, die musstet ihr meistens immer machen. Das war im Szenario gleich immer gleich mit enthalten. Dann musstet ihr euch die merken, weil am Ende des Tages dann die nächsten Szenarien, dann musstet ihr damit erst einmal unterwegs sein. Und wenn ihr es dann nicht hinbekommen habt, dann müsst ihr im Endeffekt nochmal vielleicht die Einführung machen. Also es wurde uns meistens keine Hinweise nochmal gegeben, wie was funktioniert. Das hat sich jetzt seit Teil 3 schon maßgeblich verändert und seit Teil 4 sowieso. Also da fühle ich mich schon als mittlerweile ziemlich guter Zugführender Leiter eines deutschen Unternehmens. So, 6,2 Kilometer. Wie gesagt, mir fehlt halt immer so ein bisschen die Ankunftszeit. Die könnten sie echt mal wieder vermehrt einbauen. Manchmal haben wir die, aber mir fehlt sie halt hier so ein bisschen. Aber gut. Ach, die Berliner Linie, genau, die wollte ich vorhin nochmal erwähnen. Da hatten wir ja auch einen neuen Zug gehabt. Komplett neue Strecke, neuer Zug. Das sind halt so ein bisschen die Routen-Highlights. Und ja, hier in Salzburg, Rosenheim, ja, hält sich so ein bisschen Grenzen, wie gesagt. War es erst Szenario von insgesamt 5 gewesen. Mal gucken, was da noch kommt. Aber dafür doch ein ziemlich interessantes, spannendes, lustiges. Auch mal ein Kollege. Mit einem Güterzug hier, guck mal. Boah. Der ja nicht mehr auf. Oh doch. Das waren keine 5,5 Kilometer, so wie mein längster Zug bisher. Da wollen wir übrigens einfach auch mal anknüpfen. Da habe ich auch noch ein bisschen was vor, weil es bleibt uns ja noch ein bisschen was an Strecke. Vielleicht können wir uns da noch was Lustiges basteln. War eigentlich die Kabinenbeleuchtung gewesen, war die hier? Zugbeleuchtung? Ein. Ein bisschen runtergehen. Sind ziemlich schnell. Okay. Schön auf den letzten Meter noch mal ein bisschen zu schnell gefahren. Und jetzt geht es auch noch bergab. Na, das ist natürlich wieder toll. Na, jetzt müssen wir aber leider. Oh.
Nicht gut. Ha? Ha! Mit dem Führerbremsventil kommen wir gut zum Halt. Das ist ja schon fast perfekt. Ach, Glück des Tüchtigen, kann man dazu so sagen. Glück des Tüchtigen. Natürlich jetzt nicht der perfekte Halt, aber ist egal. Besser als über das rote Signal gefahren. Es scheint, als müssten wir hier abbrechen. Sie haben die Situation gut unter Kontrolle gehalten. Wir haben entschieden, dass es zu gefährlich ist, diese Einheit weiterzufahren. Wir schicken eine Abstelllokomotive los, um die Einheit zu bergen. Alle Fahrgäste aussteigen lassen und den Tag beenden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, der aktuelle Zug weist einige Probleme auf. Wir werden daher abgeschleppt. Falls Sie nicht mit abgeschleppt werden wollen, wie damals in den guten 70er, 80er Jahren, bitte einmal aussteigen und warten, bis der nächste Zug einfährt. Vielen lieben Dank und einen angenehmen regnerischen Tag. Gut. Sehr erfolgreich heute gewesen. Gut, schön, dass Sie es nach Teisendorf geschafft haben. Wir wissen, dass Sie einige Probleme hatten. Das Schlimmste scheint aber überstanden zu sein und Sie können Ihren Dienst wie gewohnt fortsetzen. Oh, wir sind aber in. Wir sind aber nicht in Teisendorf. Ah, egal, da war auch ein kleiner Fehler gewesen. So, was haben wir denn hier? Gold! Ist es Gold? Da habe ich Gold, wa? Bestimmt Gold. Ich hoffe mal, es ist Gold. Freunde, das war's gewesen. Wie gesagt, interessantes Szenario. Könnte immer besser sein, aber kurzweilig und trotzdem ein bisschen was zu tun. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Oh, ganze nur 35 Minuten 45 war angedacht gewesen. Nur mal so als kleine Randinformation.